Hallo, nachdem ich festgestellt habe, dass ich eine Mehlwurmallergie habe, möchte ich euch kurz über dieses Thema etwas erzählen. Zum einen, was sind eigentlich die Auslöser für eine Mehlwurmallergie? Das ist einerseits der Mehlwurm selbst. Ich kann aber auch eine Kreuzreaktion auf den Mehlwurm haben, weil ich bereits auf Garnelen allergisch reagiere oder auch auf die Hausstaubmilbe oder ähnliches. Die Kreuzreaktion entsteht aufgrund der Proteinähnlichkeit mit dem Mehlwurm. Wie kommt es jetzt allerdings dazu, dass ich so ein Allergen vom Mehlwurm aufnehme? Da gibt es vier verschiedene Arten. Einerseits durch die Haut, andererseits, wenn ich den Mehlwurm esse, oder durch die Schleimhaut oder inhalativ. Wie macht sich nun diese Mehlwurmallergie bemerkbar? Also in meinem Fall war es so, ich musste niesen, hatte eine rinnende Nase, brennende Augen, weitere Beschwerden sind auch die nach Möglichkeit vorkommen, ein Juckreiz der Haut mit oder ohne Hautausschlag, kann aber sogar Atembeschwerden bekommen. Ein Kratzen im Hals. Oder Husten. Und im schlimmsten Fall, was ich leider auch schon erleben durfte, als ich einen Mehlwurm gegessen habe, kann es zu einem allergischen Schock kommen, eben mit starken Atembeschwerden, sprich Atemnot aufgrund der Schwellung der Zunge. Welche Maßnahmen kann ich nun setzen, damit ich die Allergiesymptome möglichst gering halte, weil, wie zum Beispiel, ich eine Mehlwurmzucht habe und sie trotzdem weiterhin betreiben möchte? Einerseits ein separater Raum, wo die Mehlwürmer gehalten werden. Ich empfehle auch eine eigene Brille, damit die brennenden Augen, das Symptom der brennenden Augen nicht entstehen kann. Wie diese hier zum Beispiel. Wie ihr seht, hier gibt es auch eine extra Dichtung. Somit kann ich das Durchdringen zu den Augen vermeiden. Sehr zu empfehlen ist eine Atemschutzmaske. Wie zum Beispiel diese hier. Wie ihr seht, hier gibt es auch Filter, die man wechseln kann. Aber auch ganz wichtig ist wieder diese Dichtung, damit auch hier nichts eindringen kann. Es wird über den Kopf gezogen und hält somit ganz dicht fest ans Gesicht. Einweghandschuhe. So verminderst du den Kontakt durch die Haut und du kannst immer wieder in Mistkübel schmeißen, musst jetzt nicht extra die Hände waschen, wobei ich auch das danach empfehle, trotz der Einweghandschuhe. Und zu guter Letzt einen Überzieh-Overall, den du im Raum belässt, damit du deine Kleidung nicht ständig wechseln musst. Und jetzt die große Frage: Gibt es Therapiemöglichkeiten, um die Mehlwurmallergie loszuwerden? Leider sind mir derzeit noch keine bekannt, aber ich wäre euch sehr dankbar, falls ihr etwas wisst darüber. Schreibt mir Infos dazu, gebt mir Kommentare, gebt mir ein Like. Danke fürs Zuhören.